Guten Abend, Tanja. Hier sei wie war da mal die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Hallo, Tönja. Von dir lesen könnt ihr 1. Mose 18, der Farsch saß. Abraham, der Rand entzählt in Resara in Setar. Spödi, in Rie drei Mut Mehl ein, in Schneedot, in Backbröt. Jo, backen? Backen du wie ne Ola? Tönja, warum back wie Ola so viel? Na, wen dort bald Weihnachten ess? Hei, Jol, töpje talt, wieviel Dürr dort es, bad Weihnachten es? Jo, ich denk, alle wollten se kreit, wieviel Dürr dort sind, wenn wir freuen uns te dort fest. Wollt je, dort Weihnachtsfest dort es sind schonet, und viele Menschen dünn dann viel backen. Jo, de Mamis, die haben dann immer so viel te dünn. Und de Menschen, die ran alle Hand in her, in der Wellen alles zu dort fest rot machen. Jo, da wurden Lebkuchen gebackt und Zuckerplättchen und verschiedene andere Kuchen. Und dort schmeckt alles so schön. Und dort riecht alles wie ein so schön. Aber dort gibt auch viel Arbeit. Aber das Schlimme ist, dass manche Menschen, die für jeden dabei, warum das Weihnachtsfest überhaupt da ist. Tönja, wollt ihr dort, warum wir Weihnachten feiern? Jo, richtig, wenn der Herr Jesus geboren ist und wenn heute uns auf die Erde ist gekommen. Gott, der hat uns den Herrn Jesus geschenkt. Du wirst, der wir auch andere Menschen Geschenke geben. Und wenn dort so eine große Freude ist. Aber darum denken viele Menschen überhaupt nicht. Sie rennen in alle Stuhls, in die Töpfen ein, und sie schlafen große Taschen voll in den Hüß, und die denken gar nicht an Jesus. Sie haben so viel Arbeit mit Weihnachtsgeschenken enthalten, und dort wird aber nicht an Fried in Horten geben. Jo, du musst noch so viel Tüche tun, du musst noch die Wohnen geputzt, in die Fensterschrein gemerkt, und du musst noch so viel rein gemerkt, gerade Weihnachten, die Gardinen müssen noch alle gewaschen. Und die Lampen, die müssen alle reingewäscht. Und die Teppiche, die müssen alle gebascht. Und die Fransen, die müssen noch alle getampt im Teppich. Und die Dären müssen alle aufgewäscht. Und dort schmecken, schmück, dort geräumt und die Blumen, dort müssen noch alle auf der Stadt gestellt, damit dort auch schön aussieht. Ja, so manchem kommt dort auch noch schön aus. Aber bei der Tante, die wir betrachten wollen, da hat sich viel Mühe gemacht. Sie wird eine sehr fleißige und sie hat viel Euro gehabt, die letzte Dürr. Sie hat bloß so viel geschafft. Als dann endlich der heilige Abenteuer wird, dann wird der Vater und die Tönja alle in eine große Stube. In der Mama auch. Aber das wird alles sehr ruhig. Und dann kommt dort so weit, dass sie wollen sich um sich beschenken. Na, fragt die Mama. Na, warum seid ihr alle mit so einer langen Gesichter da? Und ihr freuen könnt nicht mal. Jo, was denkt ihr, Tönja? Kann man sich freuen, wenn man vorher bloß so viel Arü in Haus hat gehabt und nicht einmal Zeit gehabt hat, um Weihnachtsleute zu sehen? Oder die Geschichte in der Bibel zu lesen. Wollt ihr, Abraham, aus dem höheren Besuch zurück, nämlich Gott mit dem Engel, der kommende Arm. Dann deut Abraham sich so ja deut für Bein verdient. Und dann kriegt deut er den Snen krön, dort er sich doch so in Hand saten. Und dann seht heute seine Früde soll
Brot backen. Und heute selbst, heute holt auch was zum Essen. Ja, und daher werden so leidlich, dass ich so einen schönen Besuch haben von Himmel. Dort habe wir eine Geschichte lesen, 1. Buch Mose, in Kapitel 18. Und wollt ihr was, der Rewina steht, dann schrie wir auch einen ganz jungen Besuch. Wir schrien dann dem Herrn Jesus und seine Engel an den Besuch. Wir sollen die bloß nicht, aber die sind da. Die sind bloß unsichtbar. Und du wehen, macht wir uns heute ganz rein machen. Und wir machen alle böse Gedanken darüber. Und wir machen die Streiterien und alle Wut macht wir darüber, damit der Herr Jesus sich bei uns gut fühlen wird. Und dann kommt der helle Geist in uns Wort. Ja, und dann können wir richtig Weihnachten feiern. Dann können wir froh sein. Und dann können wir auch alles andere tun. Wir machen niemals nicht das Gebacknis und all das Schmuck und all das Äußere für Meiertalen aus dem Besucher selbst, in wem wir lernen, nämlich uns, Herr Jesus Christus. Nun werden wir beten. Größter Gott, wir danken dir, dass du uns bastet geschenkt bist. Ja, du bist auf ihr gekommen, um uns zu erlösen. Und du wirst Dank für dir, dass wir dürfen das schöne Geschenk kriegen. Und du wirst, weil wir uns auch recht Gedanken darüber machen. Und wir werden Leute sehen in der Weihnachtszeit. Und wir werden die Geschichten von dir hören. Möchtest du uns sehen. Amen. Willkommen, schöne Weihnachtszeit. Du bist es, die Welt erfreut. Es freut sich wieder jung und alt, dass es durch alle Länder schallt. Es freut sich wieder jung und alt, dass es durch alle Länder schallt. Das wird die Kenia-Andacht über das Buch, denn ihrer ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, meine kleine Freund. Gute Nacht.